mal Marmix anrufen. Gucken, ob der rangeht, der Lümmel. Ich habe gerade was anderes gelesen. Ich habe Dizzy hat den Hoden geschießen. Hallo. Hey, was geht? Warte mal. Das sagen viele. Machen. Ja, dreh mich mal auf 10 Millionen Prozent. Ich habe mal 200 Euro. Also, was denn? Ja. Ich weiß nicht, Chat, hört ihr den Dizzy gerade laut oder höre ich nur ich den leise? Nee, das kann sein. Also, das haben schon einige mal bemängelt, aber ich bin überall auf volle Esse. Eher leise. Okay. Ja, also, ich höre dich extrem leise, obwohl ich auf 200% habe. Mhm. Kannst du dich irgendwie lauter stellen? Geht das zufällig? Oder ja. Hören die dich zu laut, ne? Nee. So, wie sieht's jetzt aus? Hallo, Chat 1, 2, Test. Bisschen besser, aber ist immer noch extrem leise. Also wenn ich ACC an habe, wird es auf jeden Fall zu leise sein. Okay, also bei mir bin ich halt schon überall im roten Bereich. Scheiße, warte mal, was kann ich denn hier noch machen? Außer 200%. Vielleicht auf dem Mischpult oder auf dem DBX? Oder ich mache meine, warte mal, ich mache das so, da muss ich halt ACC gleich extrem leise stellen, dann mache ich meine Anlage lauter. Warte mal. Ich hab dir übrigens nochmal, falls du Squad-Stream machen möchtest, hab dir mal einen Squad-Stream-Invite geschickt. So, warte mal. Ich glaube, jetzt müsste es besser sein. Okay. Yes. Okay, super. Weil ich finde halt, das haben einige Leute schon mal gesagt, aber... Ja, Discord ist manchmal ein bisschen komisch, das stimmt schon. Ja. Aber passt, kriegen wir hin. Was hast du mir geschickt? Squad-Stream? Invite, ja, dann können beide das Auto sehen. Also können die Leute, wenn du fährst, dich auch beobachten und sehen, was du da machst. Wo hast du mir das geschickt? Ich bin ja noch Amateur. Ach ich so, sowas noch nie gemacht. Das ist im Dashboard, wenn du Twitch-Dashboard aufmachst. Dann müsste da irgendwo rechts bei den Kacheln, müsste das zu sehen sein. Da sollte eine 1 dran stehen. Oh, warte. Twitch-Dashboard. Eine 1, eine Werbepause wollen. Ach, hier, ja, alles klärchen. Und dann Einladung, jo. Zustimmen. Geil, ist kurz zum Starten. Also für mich, also bei mir, falls ihr Marvix sehen wollt, der wird ja bestimmt auch noch fahren, eine Runde zwischendurch, dann macht Squadstream an, dann könnt ihr da auch zugucken. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe gerade gefühlt 2 Kilo Nudeln gegessen. Oh. Ich stelle auch gerade fest. Ja, mein Kopf, der ist einfach komplett RIP. Ich stelle auch gerade fest, dass mein Server nicht da ist. Ups. Oh oh. Habt ihr da immer so einen eigenen Server oder wie macht ihr das immer? Ja, bei mir auf dem Server wäre das drauf. Oh, dann komme ich mal eben. Ich weiß nicht, ob der noch neu startet. Soll ich ihn aufmachen? Ja, das wäre cool, Boris, wenn das so auf die Schnelle geht für uns zwei beide. Das ist ja ungünstig jetzt. Ja, das Update war gut, ne? Also für die Server. Das ist kompletter Kulturschock. Für die ACC, sagen wir mal, für die Alteingesessenen war es, glaube ich, vor allem richtig krass. Boris, Mount Panorama, bitte. Chat hat sich Mount Panorama erwünscht. Also, Da war ja auch gerade irgendwie ein Server-Update oder so bei Boris, ne? Ja, genau. Die Server haben halt schon wieder ein neues File gekriegt. Danke, Stuhlse, für die Info. Wie findest du denn das Update so? Ich find's mega. Ja. Also ich sehe das eher so aus der Sicht, dass man auch wieder was neu lernen kann oder neu zu tun hat irgendwie. Also man kann ja quasi jedes Auto jetzt nochmal irgendwie neu lernen, jede Strecke auch irgendwie nochmal neu lernen und es ist einfach gefühlt eine andere Simulation, finde ich jetzt persönlich. Ja, deswegen passt die Fahrschulen-Episode heute auch einfach Bombe, weil du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, okay. Ja, richtig. Das ist halt super gut, finde ich. Ja, ja, wir sind alle auf dem ähnlichen Stand, sagen wir mal. Klar, man kann so ein paar Erfahrungen immer mitnehmen. Aber so zum Beispiel, ich habe jetzt auch keine Ahnung, was bei dem neuesten Reifenmodell jetzt am besten ist für die Reifen, in welchem Moment. So, vorher hat es halt komplett die Erfahrungswerte aus Endurance-Rennen und so. Mhm. Hast zig hundert Stunden damit verbracht, aber jetzt keine Ahnung. Es ändert sich auch. Kannst du halt erstmal nur ausprobieren. Also, gerade wenn du Curves mitnimmst und so, ich bin eben gerade. Ein Rennen gefahren, ich hatte nach 25 Minuten schon ein PSI-Verlust auf dem Vorderreifen irgendwie. Das war richtig wild. Ja, Jonas hatte auf Brands Hatch 24,5, wo er ins Ziel gekommen ist.
Ja, dem sind die Dinger fast komplett eingegangen. Also da sind sie wohl, glaube ich, ganz empfindlich geworden, was das angeht. Vorher war das ja nur mal so auf einzelnen Strecken irgendwie. Da gab es ein paar komische Kanten an irgendwelchen Curbs oder auf der Wiese oder so. Mhm. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, noch aggressiver geworden. Ja. Das ist schon krass. Ist der Server da von dir? Nee, gleich. Boris macht ja extra einen schnell auf für uns. Boris Ehrenmann. Boris ist immer Ehrenmann. Ja. Ja, also die Idee dahinter war, warum ich dich auch nicht gebrieft habe, weil ich wollte das so schön wie möglich machen, dass ich keiner vorbereiten kann, damit das nicht so wie so ein YouTube-Video wird. Chat hat sich gewünscht, dass wir beide Mount Panorama mal durchgehen. Weil Mount Panorama ist für einige Menschen so relativ schwer. Du kannst natürlich also dir ein Auto aussuchen. Ich folge dir mit dem Auto und ich stelle dir einfach sehr schöne Fragen. Und dann also beim Fahren natürlich alles direkt beantworten. Nee, natürlich nicht. Also meine Idee dahinter ist, so habe ich das letzte Woche gemacht, ich bin einfach ganz langsam um den Track gefahren, habe das Auto von außen mir angeguckt und bin so meine Punkte so durchgegangen, die ich hatte. Und dann bin ich eine schnelle Runde gefahren und dann habe ich diese Runde mit dem Chat gemeinsam analysiert. Da ist, habt ihr geschickt in Discord? Ja. Ja. Ich muss mal hier meinen Alert-Sound irgendwie, weil ich jetzt die Anlage so laut gedreht habe, ey, der hat hier gerade fast alles weggesprengt. Jetzt muss ich das nochmal eben ausmachen hier, Leute. Alerts müssen wir mal eben gerade deaktivieren. Ja, jetzt ist der beste Zeitpunkt, um nochmal schnell reinzusammen. Jetzt nicht mehr. An error secured, der Server ist voll. Was? Was nimmst du für ein Auto? Also ich fahre jetzt am Wochenende 12 Stunden Bathurst mit dem McLaren, deswegen würde ich den nehmen. Da habe ich im Moment so am meisten Übung auf Bathurst. McLaren, ist das 2019er Modell? Ja, ne? Ja. Okay. Ja. Aber fährt sich auch komplett anders. Ich bin gespannt. Bist du den auch schon gefahren? Nee, ich bin am Überlegen, ob ich den nächste Season fahren sollte. Also ich glaube, das Update hat ihm auf jeden Fall gut getan. Weil der hat auf manchen Strecken Minusgewicht bekommen. Also ist insgesamt, hat einen Buff bekommen. Und ich glaube, der hat keinen einzigen Nerf bekommen. Also wenn, dann ist er auf jeden Fall besser geworden. Okay, also ich bin drauf jetzt. Server ist da, geht. Danke, Boris, nochmal. Squad Stream sollte eigentlich laufen. Habe ich angemacht? Yes, ist an. Müsst ihr unten... da hier irgendwo beim Abonnieren-Knöpfchen, was ihr bei allen beiden nochmal drücken könnt, falls ihr wollt, könnt ihr dann auch den Squad-Streamer machen. Warum ist ACC da? Jetzt seht's. Jawohl. Hast du auch Probleme gehabt mit Spielabstürzen? Ja, so? Ja, hatte ich auch. Aber das lag wohl an den Servern. Ja, ich habe eigentlich immer nur diesen Fatal Error irgendwie. Ich weiß nicht, ob das mit OBS zusammenhängt oder so. Dass wenn du dann irgendwie auf Serversuche gehst, dass der dann immer abschnitt mit dem Fatal Error. Nee, ich habe immer bei mir, klemmt das immer ein bisschen beim Auto aussuchen, aber jetzt so Serverabstürze habe ich jetzt erstmal keine mehr gehabt. Warte mal. Wie heißt dein Server? Wo hast du mir das geschickt? Discord. Private Nachricht. Discord. Ja, also wenn ihr den Squad-Stream-Button nicht seht, müsst ihr mal einmal refreshen. Falls ihr, wie gesagt, bei Mabix gucken wollt, wie der das Auto bedient. Der ist natürlich, müsst ihr gleich dazu wissen, noch mal eine Runde schneller als ich auf jeden Fall. Also da könnt ihr bestimmt noch ein bisschen mehr lernen. Ich bin ja immer, warum zum F ist hier einer drauf? Wie kann das sein? Also ich bin's noch nicht. Warte, ich bin... Wie kann hier einer drauf? Ich wollte gerade sagen, mein Freund. Das war bestimmt Boris. Nee. Da war bestimmt irgendeiner von LFM. Was? Hier ist ein Server auf? Warum das denn? Da muss ich aber mal gucken, wer da drauf ist. Alter, jetzt erstmal. Du fährst ohne Kopfhörer, ne? Ja, deswegen. Ich muss gerade alles hier ein bisschen leiser drehen. Das ist so laut. Ich höre das im Hintergrund und dachte mir so, was? Ach, hörst du das oder was? Nee, nicht schlimm. Ist alles gut. Ja, weil ich habe das jetzt nämlich extrem laut gemacht. Warte mal. Ich muss auch extra den Spielsound ein bisschen leiser machen für euch. Also ihr werdet gleich den Motor nicht so krass hören wie sonst wahrscheinlich, aber egal. Oder warte mal, wir machen es so. Ähm.
Ich bin wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich schon 1000 Stunden gefahren bin, bin ich wirklich sehr gespannt, wie deine Herangehensweise ist. Weil du bist ja nochmal gut eine Sekunde, anderthalb, zwei manchmal schneller. Und für mich wird das jetzt auch sehr interessant. Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil man selber nicht mehr so oft in der Situation ist. Also es ging ja grob gesagt darum, wie man eine Strecke von Grund auf lernt. Genau. So, ne? Also ehrlich gesagt habe ich da, also man hat zwar so seine Herangehensweise so grob, aber ich habe da eigentlich keinen festen Plan oder so eine Reihenfolge, die ich durchgehe. Ich glaube, das Grundlegende, was man sagen kann, ist einfach fahren, fahren, fahren und immer weiter Dinge einprägen. Von den absoluten Basics, also wo geht's lang, links, rechts, bis hin zu welchen Bremspunkt nutze ich. 100-Meter-Schilder sind immer so der Klassiker am Anfang. Dass man sich da erstmal so dran orientiert und dann mal ein bisschen später bremst, ein bisschen früher bremst, gucken, was für Kurvenkombinationen hast du. Die eine Kurve vielleicht ein bisschen verschenken, das heißt vielleicht ein bisschen enger halten, nicht so viel Schwung mitnehmen, dafür, dass du die nächste Kurve halt besser treffen kannst oder so. Also das ist wie so ein Prozess, das ist wie so ein Puzzle, was sich nach und nach zusammensetzt irgendwie. Die letzte Strecke, die ich in ACC gelernt habe, die ich gar nicht kannte, war Kialami. Oh. Das war eine Strecke, die kannte ich gar nicht. Also da hatte ich auch null Anhaltspunkte und da habe ich mir quasi auch nichts angeguckt vorher. Da bin ich einfach drauf losgefahren und habe mir dann nach und nach alles selber beigebracht sozusagen. Wie lange hast du da ungefähr für gebraucht, wenn du das so im Kopf hast, wenn du es mal grob einschätzen kannst? Ich sag mal, ich glaube meine erste, also wo ich mir danach mal eine Hotlap angeguckt hatte, die lag glaube ich irgendwo bei 1,40 und dann war so diese 1,39er Marke, war so diese magische Marke, wo dann die ersten richtig schnellen Jungs dran kamen so irgendwann. Und da war ich weiß es nicht, boah, kann ich schlecht sagen, vielleicht so nach 10, 15 Stunden oder so. Okay, doch so viel, ja? Ja, ja. Okay. Also da muss man sich dann auch erstmal, also dann kommt ja auch noch sowas wie Setup-Arbeit so ein bisschen dazu. Ja. Was lohnt sich auf welcher Strecke am meisten so? Ja, aber so 10 Stunden, also es geht auch nicht innerhalb von einer Stunde oder so. Das denken vielleicht immer manche so, aber ist nicht so. Ich habe so für mich die Erfahrung gemacht, wenn man schon sehr viel andere Strecken gelernt hat, dann hat man oft das Gefühl oder habe ich das Gefühl, dass es leichter ist, neue Strecken zu lernen, weil man gewisse, sage ich mal, Mechaniken, wie man Kurven fährt, schon kennt. Weil einige Kurven sind ja auch sehr ähnlich, würde ich sagen. Also bei Kialami zum Beispiel, die letzte Kurve, wenn du auf Start-Ziel fährst, ist sehr ähnlich zu Nürburgring letzte Kurve. Ja, ja, das ist richtig. Weil das ist richtig. Du schleifst dich quasi mit der Bremse rein und dann lässt dich reinfallen und fährst halt hoch. Ja, ja. Ja, klar. Also ich sag mal, je mehr Erfahrung man generell auf anderen Strecken hat, desto einfacher wird es hinterher, neue Sachen zu lernen. Das auf jeden Fall. Wenn du jetzt einfach mal rausfährst und mal deine Gedankengänge vielleicht für die erste Runde in langsam kurz mal erklären könntest, wäre ich dir sehr verbunden, weil das würde mich mal interessieren, was in deinem Kopf vorgeht. So gut wie es geht natürlich. Stell mir am besten irgendwie so spezifische Fragen irgendwie zu verschiedenen Stellen oder so, weil wenn man selber, also das kommt ja immer darauf an, auf welchem Punkt jemand gerade ist, weißt du? Wenn ich jetzt so aus meiner Sicht erzähle, dann ist es vielleicht schon wieder zu weit gedacht oder so für euch. Das hätte ich jetzt in der zweiten Runde dann gemacht. Oder so, ja, wir können ja mal gucken. Also so habe ich das letztens auch gemacht, ich bin einfach eine Runde gefahren. Hab so grob erklärt und dann bin ich da auf die Fragen dann eingegangen. Weil mich, also was mich halt persönlich, warum ich dich halt gefragt habe, was mich daran interessiert ist, wie dein Denkprozess ist, währenddessen du fährst. Also darauf kommt mir das halt jetzt an, weil ich sag mal so, das ist jetzt hier die fortgeschrittene Variante. Ich bin ja, wie gesagt, bei weitem nicht so schnell wie du. Da würde mich mal wirklich interessieren, was in deinem Kopf vorgeht. Und ich glaube, auch den allgemeinen Zuschauer wird das mal interessieren. Was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich quasi gerade am Fahren bin, wenn ich irgendwo im Ligarennen fahre oder wenn ich jetzt jemandem was Neues erklären müsste. Nee, wenn du selber fährst, also wirklich, wenn du voll drinne bist und volle Rakete durchzimmerst. Ich meine, du musst jetzt keine 1,59 abreißen oder 58, sondern wirklich mal so. Das geht sowieso nicht mehr. Da kann man sich vom verabschieden, glaube ich. Kannst du nicht mehr reden beim Fahren? Ich kann schon reden beim Fahren, aber ich habe dann immer das Gefühl, dass ich, also manchmal ist es so, dann vergisst du auf einmal zu schalten oder so. Dann hängst du irgendwo im Drehzahlbegrenzer, aber dann suchst du gerade nach irgendeinem Wort in deinem Kopf und dann kann ich weiß gleichzeitig. Okay, genau. Das ist so schwierig. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, je schneller man wird, desto schwerer wird es zu sprechen nebenbei.
Ja, wenn du wirklich dich darauf konzentrieren musst, die Bremse auf einen Millimeter genau zu dosieren und so, dann ist also für mich schwierig. Ich habe es schon mal ein paar Mal geschafft, so dann fragst du dich irgendwie nach 5 Minuten, wie bin ich jetzt eigentlich gefahren, wo ich so viel geredet habe. Aber es ging dann irgendwie trotzdem, aber es geht nicht immer, sagen wir es mal so. Ja. Ich muss gerade mal eben gucken wegen Setup hier. Ich habe auch keine Ahnung, ob die ganzen alten Setups noch funktionieren, ne? Also ich bin gestern Mercedes gefahren, das hat ganz gut funktioniert. 22, 28, was haben wir jetzt? 34. Ja gut, Reifen ist ein Radspiel, Ratespiel. Ja, aber ich, also kann man sich ja, oder das weißt du wahrscheinlich auch, immer pro 2 Grad Streckentemperatur nehme ich immer 0,1 PSI. Genau. Also wenn ich jetzt ein Setup abgespeichert habe für 28 Grad Strecke und es ist 34, das sind 6 Grad Unterschied, dann nehme ich 3 Klicks quasi raus. Mhm. Kann man sich schon mal so als Faustregel immer merken. Ich würde sowieso immer raten, zu möglichst vielen Konditionen hier ist Setups abzuspeichern, damit man da halt immer möglichst schnell was zur Hand hat und nicht immer, sagen wir mal, man fährt irgendwie ein Liga-Rennen, Qualifying oder so und man muss dann erst was rausfahren oder so. Deswegen, also manchmal hat man auch sehr kurzes freies Training, dann hat man keine Zeit mehr dafür. So, gut. Willst du auch rausfahren oder soll ich alleine fahren? Nee, ich sitze nur auf deinem Auto. Ich bin ja immer die Liebste hier. Oh, hallo, ich habe letzte Woche hab ich mir 1,5 Stunden Zeit genommen, okay? Ich darf das. Ja, genau. Ja. Außerdem will ich das ja sehen. Ich will ja auch was lernen. Warte, ich muss nochmal meine Anlage eben leiser machen. Ich bin ja quasi nur dein Interviewer sozusagen. Aber ich glaube, so eine schnelle Runde können wir uns dann abschminken, wenn ich hier am Labern bin. Aber egal, wir gucken ja, mal. Du kannst ja danach noch. Also ich meine, wie gesagt... Erstmal würde ich so, wenn du kannst, wie gesagt, ganz gemütlich fahren und einfach mal deinen Denkprozess durchgehen. In der langsamen Runde. Das würde mich halt mal interessieren. Und in der zweiten Runde würde ich dir dann Fragen stellen. Ich würde das gerne mal wissen. Also was passiert jetzt in deinem Kopf? Also ich bin ehrlich zu dir, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was in meinem Kopf passiert. Man hat halt irgendwann so einen Automatismus entwickelt, dass das einfach von automatisch alles abläuft. Also zum Beispiel hier in dieser Kurve. In dieser Kurve, da lässt du dich, da können wir auch gleich nochmal im Detail gucken. Ja. Die, diese Kurve hier, diese zweite und jetzt auch gleich diese links bergauf, das sind so Kurven, da kannst du dich sehr schön so reinfallen lassen. Das heißt, du lässt dich hier schön nach innen ziehen und kannst dann auch sehr früh aufs Gas gehen. Das ist hier zum Beispiel sehr, sehr wichtig, wenn du den Berg hochkommst, weil es die ganze Zeit bergauf geht und es ist eigentlich die ganze Zeit Vollgas. Ja, also im Qualifying auch hier in dieser... Keine Ahnung, Doppellinks hier kannst du normalerweise auch voll durchgehen, wenn du die richtigen Reifendrücke hast und einen leeren Tank hast. Hier kannst du je nach Auto teilweise auch sogar voll durchgehen. Und ja, hier zählt eigentlich immer nur, das Auto stabil zu halten. Also nicht versuchen, auf Teufel komm raus, irgendwie das Auto zu prügeln, sondern Hauptsache stabil halten, das ist oberste Priorität. Gerade für Anfänger, also das ist das Wichtigste auf Bathurst, kann man sich merken, Stabilität und Vertrauen. Da zählt es nicht, dass man irgendwie auf Teufel komm raus die 201er oder 202er oder irgendwas fährt, sondern jede Runde 203 dafür stabil, anstatt 202, 201 und in der nächsten Runde tot. So, sag ich mal so. Weil das passiert hier auf der Strecke sehr, sehr schnell. Gut, hier diese Rechtskurve ist eigentlich kein Problem. Und dann hier kurz nach dem 150-Meter-Schild anbremsen, Trailbraking und Bremse, sag ich mal, früh lösen. Dass man hier wieder früh auf dem Gas sein kann, diesen ganzen Schwung mit rumnehmen kann. Hier kurz nach dem 100-Meter-Schild runterbremsen in den zweiten Gang. Das war jetzt nicht so optimal. Und erste Kurve ist eigentlich auch so ein Ding, wo man sich so ein bisschen reinfallen lassen kann und wo man sehr früh auf dem Gas sein muss. Zwischen dem 100-Meter-Schild und dem 50-Meter-Schild bremsen, reinziehen lassen und früh wieder auf dem Gas sein. Volle Streckenbreite mitnehmen. Also immer, wenn man eine lange Gerade nach der Kurve hat, muss man halt darauf achten, dass man sehr früh wieder auf dem Gas ist und den ganzen Schwung mit rausnimmt. Ne? Das ist immer oberste Priorität hier nach der ersten Kurve. Und dann, wie gesagt, hier diese zweite Kurve, die zieht einen so ein bisschen nach innen, wenn man hier den dritten Gang runtergeht. Deswegen soll man hier versuchen, ganz innen zu bleiben und dann kann man da auch sehr früh wieder auf dem Gas sein. Und ja, hier diese Ecke kennst du ja, Dizzy? Es war dunkel, ich war müde. Da war so eine Ecke, die ein bisschen wehtut. Mm. Ja, wie gesagt, das ist hier, das geht irgendwann voll. Am Anfang traut man sich da vielleicht noch nicht, ist aber auch nicht schlimm. Genauso wie hier. Hier kannst du normalerweise auch voll drauf bleiben, auch nach dem neuen Update.
Hier jetzt nicht. Einmal kurz lupfen. Manchmal auch ein bisschen mehr lupfen, je nach Auto. Nach links rüber, Auto stabil halten, nicht zu sehr über die Kuppe einlenken. Hier ist ein bisschen schwierig im McLaren. Da geht der Audi zum Beispiel viel besser durch diese Kuhle. Der lenkt da ein bisschen besser, ja, sag ich mal, ein. Hier eine sehr schwierige Kurve, weil die Reifen blockieren. Da habe ich auch noch nicht so einen goldenen Weg gefunden, sag ich mal, im McLaren. Da blockieren wir noch zu auf die Reifen und dann rutscht halt nur geradeaus. Genau. Hier machst du dir halt wieder, ja, machst du dir höchstens Gedanken, wenn, oder früher hast du dir Gedanken gemacht, wenn du einen Honda im Rückspiegel hattest. So 0,5 Sekunden hinter dir oder so. Der hat dich dann hier noch gesnackt auf der Geraden. Ja, hier wieder so bei 120, 130 Metern. Cool, wieder auf dem Gras, Gas sein. Auf dem Gras nicht. Ich hab das Gefühl, die Curbs sind ein bisschen aggressiver geworden hier und da. Ja. Mit dem neuen Update. Also das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt hier auf dem Curb zu sehr einlenkt, die sind ein bisschen aggressiver. So, wenn du mal, mach mal ein bisschen langsamer, bitte. So, dass ich dir auch Fragen stellen kann. Also wenn du jetzt auf der Geraden unterwegs bist, hast du irgendwas, was dir beim Fahren sozusagen durch den Kopf geht, währenddessen du die Strecke so neu lernst? Oder generell, auch wenn du jetzt heute noch mit deinem Wissen, hast du irgendetwas, dass du sagst, so, ich muss mich konzentrieren, dass ich den Punkt schon anvisiere, der gleich kommt? Ja, ich habe, also generell, man sollte sich für jede Kurve sollte man sich Punkte suchen. Also zum Beispiel jetzt hier in der ersten oder in der zweiten Kurve ist das hier links diese asphaltierte Fläche. Mhm. Das ist also diese Ecke, wo da vorne die Wiese anfängt, also genau jetzt hier, das ist eigentlich mein Bremspunkt mit dem McLaren jetzt in dem Fall. Bei anderen Autos ist es vielleicht ein bisschen früher, später glaube ich nicht. Aber das sind so Punkte, da guckst du jetzt hin, da bremst du dann an. Und mein nächster Punkt wäre im Endeffekt, wo ich hinschaue, hier innen am Curb. Da will ich ja quasi hin mit dem Auto. Also man sieht jetzt auch hier sehr schön, dass diese Kurve nach innen neigt. Also das ist so eine leichte Steilkurve. Ja. Ne, und wenn du zum Beispiel jetzt hier unterwegs bist oder ein bisschen zu spät einlenkst, dann kommst du da nicht mehr richtig rum, weil du diesen Nutzen von dieser Steilkurve nicht richtig mitnimmst. Und wenn du jetzt hier ganz innen bist, dann zieht es sich quasi auch automatisch viel mehr in die Kurve rein. Mhm. Das heißt, du kannst viel mehr Geschwindigkeit mit durch die Kurve nehmen. Und hier spuckt sich quasi wieder so ein bisschen aus der Kurve raus. Hier siehst du, die Kurve wird wieder flacher. Und dann machst du die Lenkung auf und kannst dir die volle Streckenbreite quasi mitnehmen. Also das kann man sich schon mal für diese Kurve merken. Ne? Und das Gleiche zählt quasi auch für diese Kurve hier. Also schön außen anfahren. Versuchen nicht hier außen drauf zu kommen, weil hier seht ihr auch, dass die Kurve oder die Strecke so ein bisschen nach außen abfällt. Wenn man hier jetzt drauf kommt, dann zieht es einen komplett nach außen. Der Hinterreifen ist auch oben. Der rechte. Ja, entweder dreht sich, wenn du mit dem Hinterreifen drauf kommst, rum, oder wenn du mit beiden, mit den rechten Reifen da drauf kommst, dann zieht sich ja nach außen und du fährst geradeaus in die Mauer. Ja. Ne, deswegen versuchen hier links neben der weißen Linie anzubremsen, das Auto stabil zu halten. Und auch versuchen, dann hier möglichst innen zu sein. Und da kannst du eigentlich hier ab diesem Punkt schon wieder voll auf dem Gas sein. Also ab Mitte der Kurve ungefähr. Mhm. Also weil du da auch diesen Effekt hast, dass es sich in die Kurve reinzieht. Wenn du dann früh auf dem Gas bist, kannst du den vollen Schwung wieder hier den Berg hochnehmen. Und das ist hier gerade auch sehr, sehr wichtig, weil es, wie gesagt, bergauf geht. Und weil du halt wieder eine Vollgaspassage hast bis zu dieser ganz langgezogenen Links. Und hier halt auch immer dahin gucken, wo du hin möchtest. Also jetzt hier nach rechts außen gucken, jetzt hier rechts zur weißen Linie gucken, jetzt hier innen zum Curb gucken, den man am besten nicht mitnehmen sollte in den meisten Autos. Ne? Und das ist eigentlich immer schon mal das Wichtigste, dass du immer dahin guckst, wo man hin möchte. Erst immer nach außen gucken, dann immer nach innen gucken. Also immer dieses Außen-Innen-Außen-Prinzip. Ja. Bremspunkt im Auge haben, den hast du dann auch irgendwann im Auge, also sagen wir mal so, du musst ihn nicht mehr direkt angucken, sondern du siehst ihn an dir vorbeiziehen und, also dieses periphere Sehen nennt man das ja, glaube ich, ja. Dass du dann quasi das irgendwann im Gefühl drin hast, wenn er an dir vorbeigezogen ist, dass du dann bremst, also dass man nicht quasi, wenn jetzt vor dir ein Auto fährt, du guckst nur auf das Schild, der vor dir bremst ein bisschen früher und fährst ihm in die Karre rein. Ja, das ist also, dass man ein ganz großes Problem am Anfang, glaube ich, wenn man anfängt zu lernen. Dass man sehr fixiert auf die Bremspunkte ist und dann die anderen nachher nicht mehr in der Peripherie hat. Also, dass man die halt übersieht sozusagen. Ja, das kann gut sein, aber das ist auch eine Übungssache. Also, ja. Das ist irgendwann so ein Automatismus, den muss auch erstmal ein bisschen trainieren, finde ich. Da würde ich mich aber nicht verrückt machen. Also, wie gesagt, Hauptsache man weiß schon mal so grob, man muss ja nicht zu 100% wissen, wo man sich selber sicher fühlt.
Sagen wir mal jetzt hier das 150-Meter-Schild. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen zu früh, aber weil du vielleicht auch noch nicht so sicher auf der Bremse bist, das Trailbreaking noch nicht perfekt beherrscht oder so, bremst lieber bei dem 150-Meter-Schild. Und lass dann locker easy in die Kurve reinbremsen und geh früh wieder aufs Gas. Ne? Also, dass du immer dir merkst, lieber ein bisschen zu früh bremsen, anstatt zu spät und hinten raus den Schwung verlierst. Ne? Genauso wie jetzt hier in der Kurve. Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, bei 70 Metern bremsen würde und jetzt die Kurve so gerade eben vielleicht noch kriegen würde, aber dann jetzt hier erst wieder aufs Gas gehen kann, das bringt dir nichts. Ja. Dann kannst du jetzt hier lieber zum Beispiel wieder in der ersten Kurve sagen, ich bremse kurz nach dem 100-Meter-Schild, lass da langsam reinrollen, zack, geh wieder dafür früh aufs Gas. Ist viel besser, als wenn es auf Krampf irgendwie versuchst, auf den letzten Meter zu bremsen. Ja, also das ist schon mal so die, auch so eine Grundregel, nennt man ja auch Slow In, Fast Out, das Prinzip. Das sind so diese ganzen Grundregeln, die man, oder so würde ich das halt auch am Anfang angehen. So, hier siehst du zum Beispiel, wirst du schön nach innen gezogen, kannst dann jetzt hier früh aufs Gas gehen, volle Streckenbreite mitnehmen. Genauso hier, Auto schön stabil halten, früh wieder auf dem Gas sein. Von außen sieht das nicht so stabil aus. Also ich fühle mich pudelwohl gerade hier. Ja, ja, natürlich, aber es sieht von außen immer sehr, sehr wild aus. Echt? Sieht das so aus, ja? Ja, ja, ja. Ich habe letztens, und das wollte ich dich auch mal fragen, letztens habe ich mit dem Basti von Unicorns of Love gesprochen und bei dem ist das sogar so krass, dass der mittlerweile visuelle Einlenkpunkte hat. Hast du für dich selber auch irgendwann visuelle Einlenkpunkte entdeckt oder lenkst du intuitiv? 90% instinktiv, kommt aber auf die Strecke an. Also wenn du zum Beispiel so eine blinde Passage hast, sagen wir mal Kialami, diese vorletzte Kurve mit dieser Wurst. Ja. So, da weiß ich zum Beispiel, links fängt, glaube ich, irgendwie so ein Curb oder so ein Plakat oder irgendwas an. Mhm. Da weiß ich dann, also dann hast du das irgendwann so im Gefühl, wenn du daher fährst, dann weißt du, okay, das ist jetzt an dir vorbeigezogen, jetzt lenke ich ein. Mhm. Ne, und dann, was weiß ich, tipp's noch einmal kurz das Bremspedal dazu an und das ist dann wie so ein Automatismus, den du einfach immer und immer wieder machst und der zu 99,9% funktioniert. Ja. Wenn du zum Beispiel dann nochmal extrem die letzten Prozente rausholen willst, dann riskierst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr oder so, machst es ein bisschen aggressiver, aber da habe ich jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht auf jeder Strecke. Also jetzt hier zum Beispiel, das ist alles instinktiv. Also hier gucke ich wirklich nur, wo ist der Bremspunkt, wo ist der Curb, wo ist hier der Curb außen und ja, verfolge halt meine Linie mit den Augen sozusagen. Du wirst ja wahrscheinlich auch im Laufe der Jahre festgestellt haben, dass für dich das Limit sozusagen erreicht ist. Und du möchtest ja, gehe ich mal davon aus, noch schneller werden, weil du bist ja nicht umsonst einer mit der schnellsten Fahrer, glaube ich, aus der deutschen Community, der Content Creator. Wie hast du für dich festgestellt oder wie hast du, wenn du jetzt das, weiß nicht, ob man jetzt Bratwurst als Beispiel nimmt, aber so allgemein, wie hast du für dich immer noch die letzten Quäntchen rausgefunden? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist deine 20 Stunden gefahren, fährst jetzt hier vielleicht eine 2.1 oder so voll, wobei 2.1 voll ist schon ganz schön schnell, 2.2, 2.3, wie hast du für dich dann noch die letzten Quäntchen gefunden? Ich sag mal so, mit den richtigen Leuten umgeben. Also, dass man sich zum Beispiel immer von den schnellsten Jungs irgendwie was abguckt und da versucht, gewisse Dinge rauszulesen. Also zum Beispiel, man kennt ja das, wenn man so sagt, ey, ich fahre genauso wie du, ich habe genau die gleichen Bremspunkte wie du, ich bin aber 3 Sekunden langsamer. So, dann musst du halt ins Detail gehen und sagen, okay, was hat er für Kurvengeschwindigkeiten zum Beispiel? Wie früh geht der aufs Gas in welcher Kurve? Ne? Also was für minimale Details macht er anders als ich und dann geht es einfach ans Ausprobieren. Also ich setze mich dann wirklich hin und trainiere das bewusst und versuche dann hier und da noch ein bisschen was zu finden. Aber ich weiß nicht, also manchmal ist das auch so, manchmal hast du einfach so eine Zeit, da stagnierst du und man verzweifelt da so ein bisschen und man denkt, man kann nicht schneller werden und dann kommt auch wieder so eine Zeit, wo du einfach gar nicht drüber nachdenkst und du guckst, auf einmal sind deine Zeiten automatisch schneller geworden. Ja. Also ich finde, da sollte man nicht zu verkrampft irgendwie dran gehen, weil das ist im Endeffekt so das Schlimmste, weil wenn man verkrampft, dann wirst du meistens langsamer.
Wenn du jetzt zum Beispiel beim Schnellerwerden mal einen Fehler machst, hast du für dich, also so unterbewusst, wenn du jetzt mal überlegst, hast du für dich irgendwelche Mechanismen entdeckt, um fatale Fehler wieder auszubügeln? Also sagen wir mal, du würdest zu spät bremsen oder du gibst zu früh Gas oder also wenn du wirklich merkst, dass das Auto unruhig wird, hast du für dich selber was gefunden, um das zu unterbinden, also gewisse Mechaniken? Meinst du, wenn ich mir zum Beispiel jetzt eine Mechanik so eingefahren habe und wo ich merke, die ist unsauber oder was? Nee, sagen wir mal, du würdest jetzt die erste Kurve, würdest du vielleicht 20, 30 Zentimeter zu spät bremsen. Und du merkst, dass du eigentlich völlig drüber bist. Hast du für dich selber, was du, wenn du dich jetzt in dich reinhörst, unterbewusst eine Mechanik, um das wieder zu korrigieren? Also wenn du das Auto jetzt zum Beispiel überm Limit bewegst oder sagen wir mal, du bremst zu spät und du merkst, du bist zu schnell in der Kurve, was du dann in der Situation machst? Genau. Ich würde sagen, auf jeden Fall immer versuchen, das Heck stabil zu halten, weil das ist, glaube ich, so gerade Mittelmotoren und Porsche und sowas, wenn du da halt zu aggressiv in eine Kurve reinbremst und versuchst nur auf Krampf die Linie zu halten, geht das meistens schief. Deswegen würde ich versuchen, gerade im Rennen einfach die Lenkung aufzumachen und dann im Notfall ein bisschen geradeaus zu fahren. Also wenn du jetzt wirklich viel zu spät irgendwie gebremst hast. Aber wenn es jetzt nur minimal ist, dann kannst du es meistens auch korrigieren. Verlierst halt den Schwung am Exit der Kurve. Mhm. Kommt halt immer drauf an, in welchem Maße. Aber ja, ich sag mal, ab einem... Also es ist jetzt so gut, wenn ich mal richtig unkonzentriert bin und ich gucke gerade irgendwo anders hin und so, dann verbremse ich mich nochmal teilweise vielleicht mal um 30, 40, 50 Meter oder so. Aber irgendwann hast du einen Punkt erreicht, wo du dich vielleicht mal um 10 Meter verbremst oder so und dann kriegst du die Kurven auch so noch. Also wie gesagt, ich würde dann versuchen, immer im Notfall halt das Auto stabil zu halten. Und man kennt es ja zum Beispiel, wenn man das im Rennen macht, dass viele dann nach innen ziehen. Mhm. Ne, wenn, also ist eine Linkskurve, vor dir bremst einer, du bremst zu spät und dann ziehen die meisten eher nach innen, um dann zu versuchen, noch irgendwie da vorbeizukommen. Da wäre es vielleicht, glaube ich, im Notfall besser, nach außen zu ziehen. Also, dass du dann versuchst, außen um auszuweichen, damit du den Kollegen nicht abräumst. Das würde ich halt im Rennen machen, wenn ich wirklich viel zu spät dran bin. Wenn ich noch die Chance dazu habe. Weil letztes Mal ist mir das auch passiert am Nürburgring, da war ich auch minimal zu spät auf der Bremse und bin nach innen gezogen, weil ich dachte, ich schaff's vielleicht noch. Und dann habe ich den Kollegen abgeräumt. Aber sonst habe ich da keine bestimmte Technik oder sowas. Hast du denn, wenn du mal in dich reingehst, wenn dir dein Auto abfliegt, trittst du die Bremse und gibst Gas währenddessen? Zum Beispiel? Wenn was genau ist? Wenn du, sagen wir mal, dein Auto schert aus und merkst, dass es wegfliegt, gibst du Gas und bremst gleichzeitig? Damit der Motor nicht absäuft? Das habe ich noch nie gemacht. Okay. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Also wenn ich mich abgelegt habe, kommt zum Glück nicht mehr so oft vor, aber wenn es mal vorkommt, dann bin ich in der Situation, ja, keine Ahnung. Es geht halt dann teilweise auch so schnell, dass ich da gar nicht drauf achte, ehrlich gesagt. Dann in dem Moment ist es mir dann eh scheißegal, dann ärgere ich mich über mich selbst, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber da so weit habe ich noch nie gedacht, ehrlich gesagt, dass ich da irgendwie versuche, den Motor noch irgendwie am Laufen zu halten oder so. Ja, weil ich habe nämlich, also für mich entdeckt, dass sobald du bremst und Gas gibst, dass das Auto stabiler bleibt und nicht ganz so unberechenbar wird. Ja, wäre mir auch neu. Also habe ich jetzt auch noch nie irgendwie so ausprobiert. Also worauf ich übrigens mit den Mechaniken hinaus wollte, ist die Gewichtsverlagerung. Also ich meine, du hast ja jetzt auch, große Pedale, ne? Dass du, wenn du jetzt zum Beispiel in die Kurve reinfährst und du merkst, dass das irgendwie so ein bisschen überschüssig ist, dass man nochmal so leicht drauf tippt, dass das Auto sich ein bisschen mehr reinzieht. Also dass die Gewichte sich sozusagen von der einen Seite, wo es sich hinzieht, zu der anderen Seite hinschiebt sozusagen. Das merkst du jetzt krasser nach dem neuen Update. Ja, genau. Ja, das habe ich auch schon festgestellt, aber da bin ich auch noch nicht so ganz warm mit in manchen Situationen. Also ich weiß nicht, ob es eine Setup-Sache ist, ob da irgendwie die Dämpfer oder irgendwas, das Fahrwerk noch eingestellt werden muss. Weil ich hatte das zum Beispiel im Ferrari auf Mungaroring. Da bin ich in den letzten Tagen auch viel gefahren und da wollte ich gestern mal versuchen, genauso zu fahren. Ich habe mich jede Runde abgelegt. Also es ging einfach nicht. Du konntest nicht mehr so fahren.
Und da bin ich jetzt gerade noch am gucken, ob es am Setup liegt oder ob das einfach nicht mehr möglich ist, weil du hast das Gefühl, das Auto, das Fahrwerk, das arbeitet viel mehr. Also das Gewicht verlagert sich viel mehr, wenn du von rechts auf links umlegst oder so. Ja. Aber da bin ich auch noch lange nicht, also da habe ich noch nicht so ein gutes Verständnis für, ehrlich gesagt, was da jetzt gerade gut ist oder was man da genau, also klar, man darf es nicht übertreiben, das ist logisch. Aber wie man das Ganze optimieren kann, da muss ich mir auch noch ranarbeiten. Also was ich jetzt so feststelle, wie lange fährst du jetzt ungefähr, Mavis? Also nur ACC, in Stunden gerechnet. 2300 habe ich jetzt. Mal ziehen wir mal 300 Zuschauerstunden ab vielleicht? Oder? Wie bitte? Ziehen wir mal 300 Zuschauerstunden? Ja, sagen wir 2000. 2000 passt, ja. 2000. Ja. Also wenn du 2000 Stunden fährst und der Witz ist, was ich gerade feststelle, ist, also trotz alledem, dass du super viele YouTube-Videos machst, dass du einfach völlig... Also für dich ist das so normal geworden zu fahren, dass du solche Dinge gar nicht mehr in Frage stellst. Also in Frage, was du eigentlich tust, weil dein Körper das mittlerweile automatisiert. Ja, genau. Das ist ja das, was ich gerade auch gesagt habe. So, du denkst aber im Fahren nicht mehr drüber nach. Also das ist, du hast jetzt ein Auto auf der Strecke und du, weiß ich nicht, also ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, worüber ich nachdenke beim Fahren. Das ist... Das ist gerade eine sehr komische Sache, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Also ich habe letzte Woche, habe ich wirklich das auch mal bewusst, eine Stunde habe ich das mal gemacht und habe mich wirklich mal sehr bewusst gefragt, was machst du da eigentlich? Ja. Und gerade zum Beispiel dieses Bremse antippen, von dem ich gerade gesprochen habe, um Sachen nachzukorrigieren, das ist mir wirklich da erst aufgefallen, wie oft man das eigentlich macht, wenn man zu schnell ist und das Auto nochmal reinziehen möchte. Ja. Oder, weiß nicht, wenn du merkst, dass dir, wenn du jetzt hier in die erste Linkskurve reinfährst, dass wenn du zu viel Speed hast, dass du die Bremse zum Beispiel noch ein bisschen pumpst. Also Bremse pumpen, so wie du das jetzt halt eben gerade auch getan hast, einfach nur so tipp, damit du noch wirklich das einigermaßen hinkriegst auf der Linie. Ja, aber ich glaube, es ist sogar besser, wenn du dir das gar nicht immer bewusst machst. Also ich glaube, es ist besser, wenn das Ganze intuitiv passiert. Also würd ich sagen, weil wenn du darüber jetzt immer nachdenken müsstest, was mache ich da gerade eigentlich, dann machst du dich ja verrückt, oder nicht? Ja, natürlich, klar. Aber am Anfang musst du ja irgendwie, also der im Grunde genommen ist das ja hier ein Leitfaden ja, für die Menschen, was es gibt sozusagen. Ne? Also dass du da nachher nicht mehr bewusst drüber nachdenkst, ist ja ganz klar, weil dein Körper macht das ja von alleine. Ne? Genau, ja. Ja. So, aber bei mir zum Beispiel kann ich mich noch sehr gut erinnern, Michel hatte mir das mal in Spa zum Beispiel nach der Camel Straight erklärt, dass wenn er die erste rechts hochfährt und den wechseln will auf die linke, dass er kurz auf die Bremse tippt. Und ab dem Punkt ist mir diese Mechanik mit dem Antippen der Bremse erst bewusst geworden, dass das ehrlich gesagt ziemlich gut ist, um noch schneller zu fahren. Ja klar, also ich sag mal, wenn das Sachen sind, die dich in der Situation, was weiß ich, in eine bessere Ausgangsposition für die Kurve bringen oder du dadurch mehr Kurvengeschwindigkeit mitnehmen kannst oder so, da sind das natürlich Sachen, die sollte man sich dann eintrainieren, du musst erstmal trainieren, weil du musst es erstmal bewusst machen, bis es irgendwann unterbewusst passiert, ne? Das ist ja immer so, also am Anfang musst du auf jedes Bremsschild ganz genau gucken und auf jeden Punkt und fühlt sich alles mega anstrengend an. Aber irgendwann, wenn dieser Automatismus drin ist, dann ist das ganz easy. Aber das muss man sich erarbeiten. Also deswegen würde ich auch jedem empfehlen, auch wenn sich das gerade alles kompliziert anhört, irgendwann ist das so wie Fahrradfahren. Da denkst du ja auch nicht drüber nach, wie halte ich gerade Gleichgewicht oder so. Das wäre witzig. Da würdest du wahrscheinlich auch die ganze Zeit umkippen oder so. Das wäre wirklich witzig. Ja. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast die Strecke drin. Also... Du bist das ja schon x-mal durchgegangen. Wenn du die Strecke drin hast, sagen wir mal, du fühlst dich relativ komfortabel, deine Rundenzeiten sind okay. Ab was für ein Punkt würdest du sagen, wäre sinnvoll oder ab wann erachtest du das sinnvoll, in ein Rennen reinzugehen? In was reinzugehen? In ein Rennen. Weil du willst ja irgendwann auch mal ein Rennen fahren. Ich würde grundsätzlich erstmal sowieso gegen die KI auch fahren. Das habe ich früher genauso gemacht. Also ich bin früher eigentlich nie Multiplayer gefahren. Bin eigentlich nur Hotlap gefahren oder gegen die KI mal hier und da. Aber das würde ich jetzt auch keinen empfehlen, weil die meisten haben einfach keine Lust auf Hotlap.
Ja, es ist eine schwierige Sache. Also bei LFM haben sie ja mittlerweile hier diese Lizenz mit eingebaut. Also das heißt, es kommt nicht mehr jeder blutige Anfänger drauf. Aber ich würde schon sagen, wenn du das Auto, wenn du dich sicher fühlst, wenn du deine Bremspunkte drin hast, deine Linien drin hast, Unsicherheit ist normal am Anfang, Nervosität ist auch normal, dass man auch mal Scheiße baut, ist auch normal. Von daher muss man davon nichts Angst haben. Also, wie gesagt, wenn jetzt hier, sagen wir mal, 5 Sekunden oder so hinter guten Zeiten bist oder so. 5 Sekunden hinter guten Zeiten, sagen wir mal, du fährst hier eine 206 oder so auf Bathurst oder 207 oder sowas. So, ist egal, Hauptsache du fährst sicher, ne? Und du kannst vielleicht auch so ein bisschen in den Spiegel schauen, umsichtig fahren. Dann würde ich sagen, so mach es. Aber wenn man jetzt zum Beispiel 10, 15 Sekunden langsamer ist, dann würde ich sagen, fahr noch ein bisschen. Ne, ein bisschen die Basics reinkriegen, da hast du auch mehr Spaß hinterher, wenn du selber auf die Strecke gehst. Und du hast wenigstens noch ein paar Autos um dich herum oder so. Wenn du, jetzt jemanden, also sagen wir mal, jemand kommt, ist fertig mit dem Lernen und er geht jetzt ins Rennen. Was würdest du demjenigen für das Rennen, also Strecke ist gelernt, was würdest du demjenigen für den Kopf als Wegweiser mitgeben, wenn er in ein Rennen einsteigt? Spaß haben soll. Das ist das Wichtigste. Spaß haben. Und wie gesagt, Umsichtigkeit, also diese Umsicht, ich glaube, das ist das Wichtigste erstmal, weil die Pace ist sowieso erstmal scheißegal in einem Rennen, weil du sammelst so viele neue Erfahrungen, wenn einfach andere Autos um dich herum sind. Deswegen würde ich sagen, ja, Spaß ist immer das Wichtigste. Und die Umsicht ist auch für das ganze Umfeld das Wichtigste. Und wenn du das gut machst, dann hast du auch selber am meisten Spaß. Ich hätte jetzt sowas gerechnet wie Divebomben bis zum geht nicht mehr. Ja. Oder den T1. Den Bowling-Boris. Wie? Meinst du den Kennst Boris? Du den Bowling-Boris oder was? Nee. Ja, ich glaube, der ist am Nürburgring entstanden. Nürburgring, erste Kurve beim Start. Dann ist er irgendwie rechts auf die Wiese gekommen und dann voll in die, ich glaube, die ersten 3 oder 4 hat er alle aus dem Leben genommen. Seitdem ist er der Bowling-Boris. Eiei, Boris. Hast du 3-Tage-Bann dafür gekriegt? Ja. Ich glaube, er hat sogar schon ein Emote gebastelt. Barcelona war. Warum ja diese scheiß Drücke? Ich verstehe diese Drücke noch nicht in dieser Simulation. Die sind wirklich sehr interessant geworden, die Drücke, ja. Gerade weil die Bremse so viel Einfluss hat und auch die Bremsschächte jetzt sehr viel Einfluss auf Reifen haben. Also noch auch 2er Bremsluftschächte bei 34 Grad. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Das ist eventuell ein bisschen zu. Das ist ein bisschen zu viel zu, ja. Das ist ein bisschen zu viel zu, ja. Ja, aber es ist das mit dieser Umsicht am Anfang, gerade in so einer Rennsimulation ist es halt, also diese ersten Eindrücke sind halt das Allerwichtigste. Also wenn du da zum Beispiel mal, du fängst an und hast deine ersten 10 Rennen sind alle beschissen, weil du selber verkackst, weil du vielleicht von anderen noch abgeschossen wirst oder so, da verlierst du vielleicht sehr schnell, oder ich könnte mir vorstellen, da verlierst du sehr schnell die Lust. Weil Simracing an sich ist mega geil, aber du kannst es halt auch mega beschissen, eine mega beschissene Erfahrung machen am Anfang so. Deswegen ist das erstmal, es ist aber schwierig, also auch diese Umsicht, weil wenn du sagst, fahr umsichtig, da guckst du vielleicht nur in den Rückspiegel, kannst dich gar nicht auf dein Rennen konzentrieren. Ja. Ne, deswegen finde ich das ziemlich schwierig, da am Anfänger irgendwie einen Tipp mitzugeben. Also ich glaube einfach, diese Spaß haben, auch wenn dir einer in die Karre reinfährt, auch wenn du selber irgendwie Kacke baust oder so, das ist immer das Wichtigste am Ende des Rennens, dass du selber deine Momente rausfindest, wo du Spaß hattest, auch wenn das Rennen vielleicht insgesamt scheiße war. Aber dass man nicht mit der Euphorie da reingeht, so, ja, ich will jetzt hier meine besten Runden schlagen oder was weiß ich, eine gute Platzierung oder so. Klar, das kommt irgendwann, da wird man ehrgeizig. Aber das muss man sich auch erarbeiten, finde ich. Prozess. Langer Prozess. Ja, es ist, also ich bin auch noch da im Prozess. Also jeder ist, glaube ich, irgendwo noch in einem Prozess. So vor allem jetzt, nach so einem Update ist jeder wieder gefühlt, keine Ahnung, du fängst wieder gefühlt fast bei Null an. Also du nimmst zwar die Erfahrung mit von vorher, aber am Limit verhält sich das Auto jetzt komplett anders. Rundenzeiten sind komplett anders. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier eine schnelle Runde ist auf Bathurst. Bei 34 Grad, da wusstest du vorher, okay, da fährst du so 59,
hoch oder so. Ja. 59 Mitte bis hoch fahren da die richtig guten Jungs. Da hast du jetzt keine Ahnung mehr. Ne? Das fehlt jetzt alles. Ich finde das mit dem Update, also mich persönlich freut das sehr, weil das die Karten halt einfach wieder komplett neu mischt. Ja. Es fährt sich auch ein bisschen in Richtung iRacing jetzt von der Bremse her. Also ich weiß nicht, ob du schon mal iRacing gefahren bist. Ja. Vom Bremsgefühl her, das ist ja immer das, was so diese, es fahren ja auch viele echte Rennfahrer, fahren ja iRacing. Und wenn du die fragst, warum fährst du iRacing und nicht ACC, haben die immer gesagt, ja, das Bremsgefühl ist bei ACC komplette Scheiße. Mhm. Und in iRacing hast du halt so dieses, dass du halt in die Kurve reinbremsen musst und du merkst halt, das ist auch im Lenkrad richtig krass, wenn du den perfekten Grip an der Vorderachse hast, weil du gut bremst. Ja. So, und das, genau das hast du jetzt in ACC aber auch durch dieses neue Update. Also du merkst die Bremse viel, viel besser und die Reifen. Deswegen ist das schon ein krasses Update. Also ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass das so übel wird. Jetzt habe ich doch nicht meinen Sub-Sound ausgemacht. Was ist denn hier los? Scheiße. Zapp ruhig rein, das ist okay. Stört das ruhig. Knatter Toni, dankeschön für dein Prime-Sub. Da, Knatter Toni hält rein. Dankeschön. Wann denkst du, also hast du für dich das erste Mal so in Endurance-Rennen realisiert? Fit das ist Prime übrigens ist. Auch die letzte Frage, die ich so in meinem Kopf habe. Wann hast Hau du für dich... Alles raus. Bitte? Hau ruhig alles raus. Ja, aber bezogen auf das Thema. Also, ja. Wann hast du für dich das erste Mal im Endurance-Rennen festgestellt, dass du dich unfassbar pudelwohl und komfortabel fühlst. Kannst du dich da noch dran erinnern? Also wo du wirklich sagst, dass du am Ende ausgemacht hast und gesagt hast, jo, das war geil. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich mich richtig unwohl gefühlt habe, wo ich mich richtig scheiße gefühlt habe. Okay. Das kann ich dir direkt beantworten. Das war nämlich das erste World Cup-Rennen auf genau dieser Strecke, wo wir jetzt gerade sind. Warum? Das war erstmal, weil es World Cup war. Also das war das erste World Cup-Rennen generell für mich. Also man kann sagen, ich bin eigentlich vorher noch nie eine Endurance-Liga mitgefahren. Ich glaube, das war auch einer meiner ersten Endurance-Rennen überhaupt, generell. Ich bin davor, glaube ich, nur Suzuka gefahren einmal, irgendwie 8 Stunden oder so. Und da hatte ich die Karre übrigens auch weggeworfen. Deswegen war das jetzt auch nicht so geil. Und dann gehst du dann in so ein Feld rein, wo du weißt, jede Zehntel kann ich direkt 10 Positionen quasi kosten, wenn du eine Zehntel langsamer bist als alle anderen so. Weil das Feld unfassbar eng beisammen ist und dann noch auf dieser Strecke. Und da habe ich dann das erste Mal auch so richtig, also da war ich, glaube ich, so nervös wie noch nie. Weil sind da die weltbesten Fahrer mitgefahren, sozusagen. Und du willst die Karre halt nicht kaputt machen. Und auf Bathurst geht es halt ultra, ultra schnell. Und deswegen war das, also ich glaube, da der erste Stint, das war der Horror. Im zweiten ging es dann und irgendwann war es dann im Laufe dieses Rennens sogar noch ganz geil. Aber der Anfang war ein Krampf. Hast du das heute auch noch, dass du nervös wirst? Ja, am Start. Du hast so eine Anspannung. Auf jeden Fall. Eine Anspannung ist immer irgendwie da und eine gewisse Nervosität. Aber wenn man dann einmal so drin ist, ich sag mal so beim ersten Stint, da fährst du dich vielleicht auch noch mal vorher ein bisschen warm. Um nochmal irgendwie ein Gefühl zu kriegen, gerade fürs Auto, um direkt drin zu sein. Aber dann spätestens nach dem ersten Stint, so, dann ist man, ja, oder im Laufe des ersten Stints eigentlich schon nach den ersten 20 Minuten bist du eigentlich komplett drin. Ja. Aber so ein Rennen, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe, müsste ich mal überlegen, weiß ich gar nicht. Ich bin gespannt, ob dir das einfällt. Gut, ich sag mal so, je mehr du dich natürlich vorbereitest, desto wohler fühlst du dich eigentlich. Und das war eigentlich, deswegen fällt mir es auch so schwer gerade, das Rennen zu finden, weil wir haben uns eigentlich nie richtig vorbereitet. Das ist bei uns immer so gewesen. Also bei uns ist das immer so gewesen, wir wussten dann 2 Tage vor dem Rennen, wussten wir noch nicht mal, dass das Rennen ist. Ne? Oder dann hat mir irgendwann mir einer gesagt, dass das Rennen ist. Und ich habe gesagt, okay, danke für den Hinweis. So, dann sollten wir vielleicht mal das Setup testen, wenn wir überhaupt eins haben. Und so sah halt 90% der Vorbereitung bei uns aus. Für den World Cup haben wir mal hier und da ein bisschen mehr gemacht. Obwohl man sagen muss, ja okay, World Cup Spa, das war ein geiles Rennen. Und da haben wir uns auch ganz gut vorbereitet und haben uns auch ganz gut gefühlt. Weil wir sind World Cup im Aston gefahren.
Und es hat im Aston, beziehungsweise es hat auch auf Spa, ich glaube, 24 Stunden durchgeregnet. Und wir wussten, wir haben ein sehr gutes Setup für jede Bedingung im Endeffekt. Und im Regen ist unser Setup unfassbar gut gegangen. Und deswegen hat es auch, also wir haben, glaube ich, in jedem Stint haben wir unfassbar viel Zeit auf die Spitze sogar gut gemacht auch. Und haben uns dann, weil der Anfang irgendwie wieder komplett scheiße gelaufen ist, haben uns dann immer weiter nach vorne gearbeitet. Das hat sich geil angefühlt. Und das war, glaube ich, auch so mit eins der geilsten Endurance-Rennen. Nürburgring war auch noch ganz geil, World Cup. Da haben wir uns auch eigentlich gut gefühlt, aber da ist der Start auch wieder beschissen gelaufen, wie fast in jedem Endurance-Rennen. Aber bei uns ist das immer so, dass wir dann immer so krasse Aufholjagden gemacht haben. Das kommt mir alles irgendwie so sehr bekannt vor. Ja, ja, ja. Das habe ich letztes Mal bei euch hier auch beobachtet, bei dem Bathurst-Rennen. Ja, nur, dass ich das alles, was ich wieder rausgeholt habe, auch ich wieder in die Wand gesetzt habe. Das war für mich selber das schlimmste Erlebnis, was ich je hatte. Also da war ich wirklich richtig piss danach. Jetzt bei dem, ja. Bei dem 12er oder was? Ja, da war ich richtig piss. Hat man dir gar nicht angemerkt. Nee, da war ich müde. Also ich war wirklich richtig müde am Ende, aber da war ich richtig pisst. Oh. Ja, vor allem, wenn du halt auf dem Weg nach vorne bist und dann passieren die irgendwelche blöden Sachen halt, ne? Das. Wenn du auf dem Weg nach vorne bist, von 22 wieder runter auf 3 gefahren, so, weißt du? Das ist scheiße. Ja, ja. Und dann rammelst du das Ding in der ersten Kurve, bam, gegen die Wand. Ja, wir haben auch immer dieses Phänomen, dass wir in jedem Endurance-Rennen, wie gesagt, der Start, den verkacken wir eigentlich. Ich weiß nicht, regelmäßig eigentlich, ne, es passieren irgendwelche blöden Sachen. Entweder wir es abgeschossen oder es regnet, du drehst dich selber raus oder was weiß ich was. Und dann im Rennen merkst du eigentlich, ey, du könntest jetzt eigentlich da vorne irgendwo in den, was weiß ich, auf dem Podium rumfahren oder in den Top 5 oder so. Ja. Und das so ging eigentlich 90% unserer Endurance-Rennen aus, dass wir am Ende gesagt haben, hätten wir mal nicht den Anfang verkackt, dann wären wir jetzt auf dem Podium. Das sage ich mir in jedem Rennen. Immer. In jedem. Ey, und du kannst halt manchmal gar nichts dagegen machen. So, du kannst halt wirklich, du kannst trainieren, wie du willst. Du kannst so viel fahren, wie du möchtest. Du kannst echt gut sein und gut drauf sein und dann bam. Ja, ja. Das ist halt auch das Traurige, oder was das Traurige, aber das ist das Harte auch am Simracing. So Vorbereitung ist das eine, aber es sind halt noch viele andere Faktoren mit drin in diesem Rennen, ne? Also der Druck, je nachdem, was du halt fährst, der mentale Druck hier und da, machst du halt selber einen eigenverschuldeten Fehler. Aber gut, wenn du halt in der ersten Kurve abgeschossen wirst, weil einer innen über die Wiese rutscht oder was weiß ich was, dann machst du dann halt auch nichts. Ne? Kann Michel, glaube ich, auch ein Lied von singen in vielen Rennen. DT Michel. Ja, der Michel, ich feiere, oder ich bin ja jetzt auch hier in der VMS-Liga und da war es, glaube ich, in den ersten 2 oder 3 Rennen oder so. Ich glaube, die hatte alle am Anfang irgendwie nicht überlebt. Also nicht eigenverschuldet, sondern da gab es dann irgendwelche Berührungen, dass es ihn dann erwischt hatte oder so. Ja. Es ist halt dann schon ja, demotivierend, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten, muss man sich immer vor Augen halten. Es gibt sehr viele geile Rennen, aber manchmal ist auch eine Durststrecke. Ja, bei mir hält die schon sehr lange an. Das kommt noch. Deine goldene Zeit kommt noch. Du. Ja, das weiß ich. Deswegen fahre ich ja auch jedes Wochenende immer noch. Ja, du fährst schon relativ häufig, das stimmt. Wie viele Stunden hast du jetzt? 1000. 1000, ja, okay. Ich habe Anfang des Jahres mit 300 angefangen. Crazy. Ja. Ja gut, ich bin schon seit 2000, wann ist das ACC rausgekommen? 2018, ne? Ja. 3 Jahre bin ich jetzt schon über 3 Jahre dabei. Da sind 2000 Stunden gar nicht so viel, wenn wir mal ehrlich sind. Nee. Ja, ich habe halt so einen hohen Anspruch an mich selber. Also, ja. Also ich könnte dir jetzt auch ehrlich gesagt, könnte ich dir aus dem Stegreif nicht eine einzige Sache sagen, womit ich zufrieden war. Ja. Hätte ich auch nicht. Also nicht ein einziges Rennen. Glaube ich. Ja, wie gesagt, diese Aufholjagden sind halt immer geil am Ende des Rennens irgendwie, aber andererseits ist es dann auch trotzdem immer so, dass das Weinen und das Lachen da auch irgendwie, ne? Mhm. Aber so, ja. Gut. Das ist halt, wenn es immer perfekt laufen würde, wäre es auch langweilig. Das stimmt, ja. Das ist auch für die Zuschauer. Also ich sag mal, es gab schon so Rennen, da war ich teilweise sogar, hat es mich irgendwie, oder da hast du hinterher gesagt, ey, gut, dass es so gekommen ist, auch wenn du vielleicht 2, 3 Plätze weiter vorne gelandet wärst, aber
Es war so ein geiles Rennen insgesamt von dem gesamten Rennerlebnis für uns Fahrer, aber auch für die Zuschauer so, ja, dass man sagt, es war genau richtig so, wie es passiert ist. Okay. Ja, so eine Achterbahnfahrt halt. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Hast du jemals das Auto abgestellt oder jemals das Bedürfnis gehabt, das Auto abzustellen? In einem Rennen? Bedürfnis hatte ich auf, warte mal, hatten wir, welches Rennen war denn das? Oh, ich weiß nicht mehr genau, welches Rennen das war. Wir hatten einmal darüber gesprochen, das war, ich weiß nicht, ob das ein 12-Stunden-Rennen war. Boah, da waren wir aber auch mit 3 Runden Rückstand oder so. Welches war denn das? War das Kialami? 12 Stunden? Ich glaube ja. Da sind wir halt irgendwo, also es ist wirklich alles schiefgelaufen. Wir haben vergessen zu tanken, wir haben vergessen Reifen zu wechseln, wir haben alles vergessen, wir haben komplett eigentlich alles falsch gemacht, was falsch machen kannst. Und dann waren wir, glaube ich, irgendwie 2-3 Runden oder so zurück. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, was machen wir eigentlich jetzt hier? Worum fahren wir jetzt hier eigentlich gerade? Aber dann haben wir trotzdem gesagt, wir fahren zu Ende. Und ich weiß nicht, auf welchem Platz wir noch gelandet sind. Irgendwie 20. oder so, Top 20? Aber es war insgesamt, das war halt so ein blamables Rennen, dass es auch schon wieder irgendwie geil war. Habe ich ein gutes Video draus gemacht, die Leute haben sich kaputt gelacht und gut war. Es ist super witzig, dass einem, du kannst so viel fahren, so viel trainieren, wie du willst, es passiert dir irgendwann immer irgendeine Scheiße. Und sei es drum, dass du dich in der Box drehst und spar. Ja, okay, das war ein Bug. Also, ja, na klar. Da konnte ich halt auch nichts machen, so, aber es passieren echt manchmal so Rennen, also da kommt wirklich alles zusammen. Also, so, wann vergisst man mal nachzutanken? So, das sind so Sachen, die hast du immer auf dem Schirm. So, aber dann hatten wir zum Beispiel vorher einen Disconnect. Und dadurch wurden die ganzen Boxeneinstellungen wieder auf Null gestellt, resettet. Ja. So, und dann hatten wir keine Strategie mehr. Dann musste alles sehr schnell gehen. Dann ist der eine an die Box gekommen, weil es, keine Ahnung, ob es angefangen hat zu regnen oder irgendwas. Oder auf jeden Fall ging das alles ziemlich schnell dann. Und ja, keinen Sprit drin gehabt, nächste Runde wieder rein. Dann danach nochmal, genau das Gleiche, nochmal keinen Sprit drin. Also nicht nur einmal, sondern zweimal den gleichen Fehler gemacht. Also komplett wild. Ja. Sind schon lustige Sachen passiert, Leute, ne? Also ihr wisst das meistens noch besser als ich. Also das sind so viele lustige Sachen passiert schon und so viele Lost Mavics-Aktionen. Gut, dass es uns allen gleich geht, egal wie schnell. Ja, also ich bin weit, ja, was heißt weit weg, aber so von der Professionalität, weil manche Leute sagen auch immer so, ja, bist du eigentlich E-Sportler oder so? Ich sag mal, rein vom Fahren her, wenn ich vielleicht noch hier und da ein bisschen mehr trainieren würde und das professioneller angehen würde, würde ich schon sagen. Aber dadurch, dass wir halt immer so viel Scheiße machen und das Ganze, wie gesagt, so unprofessionell eigentlich machen. So, guck mal, die World Cup-Fahrer, da fährt dann, keine Ahnung, Williams E-Sport mit Ferrari E-Sport, keine Ahnung, wie sie alle heißen so. E-Sports-Teams halt. So, die setzen sich 2 Monate vorher hin und bauen Setups jeden Tag 3 Stunden gefühlt. So, und dann kommen wir. Ach ja, morgen ist World Cup. Haben wir ein Setup? Nö. Ja, gut, okay, dann lass morgen früh machen. So. So sieht das dann aus, weißt du? Und dann bist du da in der Startaufstellung und hast die ganzen Jungs um dich herum. Mm. Und es hat trotzdem immer irgendwie funktioniert. Ja, ich kenne das so gut. Freitagabend. Ey, Jungs, wir haben nochmal das Setup komplett über den Haufen geworfen. Wir haben Neues gemacht. Ja, gut, ich habe nur 80 Runden mit dem anderen trainiert. Ja, das kriegst du schon hin. Ja. Lass mich raten, das kam von Michel. Nee, es war mit Elvinko und Remo. Die haben sich dann irgendwie, das ein super witziges Rennen. Wir sind mit Ray gefahren und Elvinko, Remo und Niklas Huben. Und dann haben wir das Setup umgebaut. Also am Freitag, weil die 3 Jüngsten, also Remo, Elvinko und Niklas, sich gedacht haben, ja geil, Alter, das geht ja schon. Und Ray hatte die ganze Woche an dem Auto geschraubt und hat gemacht und getan, dass das einigermaßen passt. Und wir beide haben halt wirklich immer hin und her und Ideen, bouncy, und gucken, dass das funktioniert. Und dann, war das hier das Bartels-Setup? Nee, das war das, für Paul Ricard war das. So, ja, okay. Ja, und dann, wenn ich mich, also war es Paul Ricard? Ich glaube, es war Paul Ricard, ja. Und dann irgendwann, irgendwie gefühlt Freitagnachmittag, Jungs, wir haben das ganze Setup über den Haufen geworfen, wir haben jetzt nochmal was schneller gemacht für die schnelleren Fahrer. Und du sitzt da so und denkst so, Alter, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ja. Du hast schon voll den Plan. Für die schnelleren Fahrer. Du hast schon so deinen Plan zurechtgelegt, hast alles fertig gemacht. Ja, wir haben das nochmal geändert für die schnelleren Fahrer.
Der Witz an der Sache, wir sind in dem Rennen eh nicht angekommen, weil Niklas hat seinen Stint verpennt. Ja, ich habe gehört, da war irgendwie nachts, dass irgendwie einer ein Disconnect hatte, glaube ich, oder so. Nee, bei Remo ist das, ging das Lenkrad nicht. Und also Remo wollte nur ins Auto, weil Niklas verpennt hat. Und dann ging das Lenkrad nicht. Und dann konnten wir das Rennen nicht zu Ende fahren, weil wir standen halt in der Box, weil jemand anderes das Auto blockiert hat. Ja, ihr hattet so mit diesen hier, ihr hattet ja schon öfter mal so Aktionen mit Disconnect und dann einer war am Pennen oder... Ich glaube, Ray war das oder so, der dann am Pennen war. Zweimal war das Ray? Ja, zweimal, genau. Und dann einmal, letztes Mal mit der Durchfahrtsstrafe auf Suzuka. Mhm. Mit dem DSQ. Also, ihr habt auch schon vieles mitgenommen, ne? Ja, ja, ja. Also, die Gastfahrer sind immer sehr stabil. Basti, E-Sportler, DT. Ja, das ist... Also ich glaube, das ist ihm auch noch nie passiert. Nee, ich glaube, das wird ihm auch nie wieder passieren. Ja. Ich glaube, das ist ihm heute auch noch sehr unangenehm. Also auch wenn das Rennen echt schön war. Also, ey, du musst dir halt vorstellen, du liegst im Bett und dann ruft dich jemand an, aber nicht mal aus deinem Team, sondern irgendwer anderes und sagt dir, du, ich glaube, du musst mal an den Computer. Ich so, warum? Ja, komm mal an den Computer. Dann kommst du so an den Computer und dann guckst du so in den Triple Screen rein und denkst dir, warte mal, warum bewegt sich das Auto nicht und steht in der Box? Und dann guckst du so, DSQ, nein! Schlechtes Zeichen, ich kenne das nämlich. Dann habe ich teilweise den Sound noch so auf leise und dann wenn du so in den Raum reinkommst und du hörst einfach kein Motorengeräusch mehr. Ja. dann weißt du schon, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas haut hier nicht hin, ja. Ach ja. Ach, das ist, ich glaube, das wird nie ausgehen, so, dass solche Sachen passieren. Das macht das ja auch aus, weil du lernst dadurch ja auch einfach immer jedes Mal was. Ja, auch so technische Sachen. Das hast du im Simracing sind es halt irgendwie, oder ist es die Hardware? Da hast du halt das Lenkrad mal defekt oder die Pedale oder PC oder ja. Internet. Und in echt ist es halt die Elektronik im Auto oder der Motorschaden oder was weiß ich was. Ja. Ist halt bitter, aber. So, jetzt wollen wir noch hier die 200er hier fahren, dann geht ja nicht. Ja, mach mal. Dann. Wann fahren wir ja eigentlich mal zusammen, Abix? Also. Ja, hast du irgendwie ein Rennen? In nächster Zeit? Meine sind. Also, ich habe bis Ende des Jahres jedes Wochenende. Jedes Wochenende? Crazy. Okay, sind ja nur noch 4 Wochen, ne? Ja. Ich werde danach, glaube ich, aber auch wirklich mal so ein paar Tage aussetzen, weil ich bin jetzt seit 7 Monaten bis auf ein Wochenende jedes Wochenende gefahren. Crazy. Ja, ich habe super hohen Anspruch. Ich möchte schneller werden. Kommt ja von nix. Ich weiß auch noch nicht, ob das Setup hier so gut ist. Boah, weil der kommt teilweise hier nicht mehr rum. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also eigentlich war das Setup, was ich jetzt hier fahre, das war perfekt mit dem letzten oder vor dem letzten Update. Für den McLaren. Sehr stabil, trotzdem einigermaßen schnell. Aber jetzt hier wild, irgendwie. Zu tief, sagt der Tobi Pfeffer, grüß dich. Was fahrt direkt ihr? Direkt wieder die Richtigen hier am Start. Was fahrt was ihr? Was sagst du denn zum Update, Tobi? Du bist doch einer der schnellsten ACC-Fahrer. Kommst du direkt klar, oder? Das ist auch immer gut, von den ganz schnellen Jungs so zu hören, wie es da so aussieht. Oh, stimmt. Babix, hast du am 29.12. schon was vor? Was hab ich? Am 29.12. was vor? 29.12. Was ist? Glaube nicht. Weiß ich nicht, warum. Da ist ein Bring Your Friends Race. Mit 2 Mann 6 Stunden. 6 Stunden? Welche Strecke? Ja, 3-mal darfst du raten. Bathurst? Nein. Na komm, Marvix, das Bring Your Friends. Ende des Jahres. Was wird das wohl sein? Bestimmt Snetterton. Ja, nee, Spar. Das wär mal eine Abwechslung. Es ist Spar. Ja, glaube ich. Ja. Also, wenn du Bock hast, so, ich habe noch ein Plätzchen auf dem Auto frei, dann können wir das fahren, so Ende des Jahres. Mit wem fährst du da und welches Auto? Na, nur zu zweit. Auto gibt's noch, können wir noch wechseln. Also, wenn du Bock hast, dann können wir das fahren. Also, wir können noch 2 Tage trainieren vorher. Können wir mal so in den Kalender eintragen, klar. Wenn da nichts anderes, also ich weiß es ehrlich gesagt, ich habe keinen Terminkalender und ich sage immer alles zu und dann merke ich, dass ich an dem Tag noch 3 andere Rennen habe. Ja gut, aber kannst ja mal reingucken. Aber also ich hätte vielleicht einen Fahrzeugwunsch. Du fährst doch jetzt wieder gerne Ferrari, habe ich gehört. Nee, noch nie. Ich war noch nie wenig Ferrari gefahren. Können wir Ferrari fahren?
Ari, beste. Danke, geil. Okay, guck mal bitte, ob du am 29. Zeit hast, weil ich finde niemanden, der Bock hat, mit mir Ferrari zu fahren, verdammte Scheiße. Ich bin den Ferrari auch nur einmal gestern kurz auf Mungaroring gefahren. Ich bin heute damit Dings gefahren, Brands Hatch, und das lief ganz gut. Ey, Brands Hatch bin ich gestern im BMW gefahren. BMW ist aber auch, das ist wieder so Wellness AIDA 6 Sterne, oder? Ja, viel mehr. Ist wirklich so. Also ich bin Ferrari gefahren, so auf Mungaroring, da habe ich gesagt, ich sterbe jede Runde, und dann bin ich BMW gefahren und es war Autopilot. Ja. Aber Ferrari würde ich fühlen, Marvix, am 29., wenn du Zeit hast. Ich weiß auch nicht, warum die Zeiten gerade hier so beschissen sind. Hallo. 34 Grad. Und du redest nebenbei? Vielleicht musst du die Strecke nochmal ein bisschen leeren. Mehr Grip. Du musst auch rausfahren. Ich brauche mehr Grip. Nee, ich mache jetzt Feierabend. Und danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal ein bisschen zu erleuchten mit deinem Wissen. Gerne, du. Gerne. Danke auch für die Einladung erstmal. Ja. Ich hätte, ehrlich gesagt, habe ich irgendwann Lust, dass man sich vielleicht mal wirklich so mit 3-4 Mann hinsetzt und einfach mal so ein bisschen über, so ein bisschen floskelt, weißt du, wie so ein Stammtisch. Was man so erlebt hat, was witzig war, was kacke war und so. Das stelle ich mir auch ziemlich cool vor, habe ich gerade festgestellt. So im Simracing meinst du? Ja. Weil sie mit 4 Mann einfach hinsetzen und mal so ein bisschen rumfloskeln. Am Podcast. Am Abend. Ja, so podcastmäßig. Ja. Stelle ich mir gut vor. Ja, da gibt es auf jeden Fall einiges. Du hast ja gerade schon gemerkt. So. Also wir sind da auch alle, wir haben alle unsere Geschichten. Ja, eben. Marvix, Boris und Michel. Ja, was soll das denn werden? Das geht ja 4 Stunden. Weißt du noch, damals auf Spaß geregnet hat und wir das Auto einfach in die Wand gezimmert haben? Also, Marvix, ich würde mich sehr freuen, wenn wir, also ich werde dich nochmal fragen wegen dem 29.12. Und zwar... Ich gucke da auch mal direkt nach gleich, also, weil ich bin mir da echt nie sicher. Ja, ich schreibe dir auch sofort, damit ich das auch nicht vergesse. Wie sieht es am 29.12. in deinem Kalender aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas... Ist das für ein Wochentag? Samstag? Ehrlich gesagt, habe ich gar keine Ahnung, du. Wahrscheinlich immer, ist ja meistens so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel Glück, dass meine Community meinen Rennkalender besser kennt als ich. Ja. Und deswegen weiß ich immer, was ich für Rennen fahre. Bei mir aber genauso. Ja, also ich sag mal so, man kann es ruhig so sagen, aber Chat ist Fahrermanager. Das ist Mittwoch. Nein! Übrigens. Was soll das? Verarsche. Also Marbix, an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also aus meinem gerne, Chat gerne, du. Folgt Marbix, der ist wirklich ein sehr schneller und sympathischer Dude. Da kann man wirklich was lernen, macht auch sehr fetzigen YouTube-Content. Vielleicht fahren wir ja wirklich bald mal mit Marbix zusammen. Und am Ende des Jahres wäre das doch perfekt, vom Datum her. Guter Abschluss. Das wäre geil, ja. Schön nochmal so ein Festival abbrennen und das Auto 5-mal an die Wand schmeißen, eine halbe Stunde vorher anfangen zu trainieren oder so. Das ist eine gute Idee. Das fühle ich. Ich wünsche dir auf jeden Fall... Haben wir auch die zwei... Mach du. Was wolltest du sagen? Jetzt habe ich es vergessen. So viel zum Thema hier Dings, wie Autofahren, drüber nachdenken, was man gerade macht. Ja, das ist immer dasselbe. Fährst du heute noch oder fährst du heute nicht mehr? Nee, ich bin heute schon gefahren, ich mache jetzt Feierabend heute. Ich habe jetzt noch gleich ein Termin, Date und dann... Termin, Day. Ja, und dann... Ja, ich bin mal gucken, warte mal, was haben wir denn gleich noch? 19:15 ist das nächste Rennen, ne, bei LFM. Ja. Da könnt ihr eigentlich mal den Ferrari auf Brands Hatch testen. Ja, mach mal. Dann habe ich Vergleichszeiten, das würde mich mal interessieren. Dann kann ich nämlich jetzt auch meine Zuschauer zu dir hosten, weil dann können die sich nämlich einen Ferrari angucken, weil die lieben den. Und wie ihr sagt jetzt was anderes. Na, ist doch geil. Dann habe ich gleich mal hier noch jemanden zum Raiden. So. Das ist doch perfekter Abschluss für einen Stream heute. Ja, müssen wir mal gucken. Ey, Ferrari bin ich... ich habe nur Hungaroring noch im Kopf und das war nicht geil. Aber du hast ja gerade gesagt, Brands Hatch fühlt sich geiler. Boah, also ganz ehrlich, habe ich richtig gefühlt heute. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich Fuck My Life und finde ich geil. Ich hab's, also der Hype war real, alleine wegen der Bremse. Ja, ich habe heute halt eine halbe Sekunde war ich schneller als sonst. Also
Ich meine, Setup müsste man vielleicht noch ein bisschen optimieren, so, aber war geil. Ja, aber schon. Ja. Ich gebe dir auf jeden Fall Feedback. Ja, ich gucke mir das einfach so klangheimlich an im Lurken. Oder du guckst es dir an. Aha. Oh, schön reinlurken hier, wenn ich die Leute darüber schiebe. Na gut. Setup, ich weiß gar nicht, warte mal, habe ich überhaupt. Doch, Setup habe ich. Ich bin ja erst vor einer Woche Brandsets gefahren, oder vor zwei. Also, nun kann ich dir auch noch eins schicken. So ein doofes. Ja, aber muss mal gucken, ob das alles noch funktioniert. Also, meins ging noch. Ja, mal schauen. Dudo-Box, Dankeschön für deinen Prime-Sub. Klasse, Dudo. Dann, Marbex, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Hab noch viel Spaß im Stream da drüben. Und, ich danke dir auch. Danke dir auch für die Einladung und, kannst du Bescheid sagen, wenn nochmal irgendwas ansteht. Kannst du auch spontan fragen, aber spontan ist manchmal ein bisschen schwierig, aber kriegen wir schon vielleicht hin. Passt ja trotzdem. Ja klar, kriegen wir hin, auf jeden Fall. Yes. Also, tschüss. Jo, hau rein. Tschüssi.